Und damit herzlich willkommen zu dem DLC, worauf ich mich schon wirklich lange freue. Ich habe, glaube ich, einen Monat lang nicht mehr The Last of Us gespielt, angeguckt, angefasst. Und ich freue mich nach dem Hauptspiel, nach dem grandiosen Hauptspiel, freue ich mich doch, dass ein Story-DLC zu spielen, wo es um Ellie geht. Und zwar heißt es Left Behind. Und ja, die Warnung heißt nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Das haben wir. Das heißt, wir können mit Left Behind anfangen. Mal sehen, was uns erwartet. Mal sehen, wie lang es wird. Neues Spiel. Tutorial-Tipps angezeigt bekommen. Ich kenne die Steuerung. Es kommt. Na. Die Steuerung ist mal ganz, ganz komisch. Ich mach's trotzdem mal. Wir spielen auf normal. Ja, neue Spieldaten. Ich würde sagen, es geht los. Und ich halte meine Klappe. Noch passiert eh nichts. Stimmt ja. Ist ja mal dieser Ladebildschirm. Der auch sehr schön ist. Also, naja. Hier ist er sehr, sehr flüssig. Möchte ich damit sagen. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Schlacht! Leg den Arm um mich. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen.
Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unheimlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Und do, so beginnt das DLC. Das wäre geschafft. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin? Das wüsste ich auch gerne. Alles klar, ich hätte nie gedacht, dass es mit Joel so weitergeht. Also, dass es da anfängt, wo Joel aufgespießt wurde. Das hätte ich niemals erwartet. Habe ich ich habe eine Flashlight. Okay, gut. Hätte ich echt nicht gedacht. Finde ich ja irgendwie super, dass die schon seit dem Hauptspiel daran gedacht haben. Oder das haben wir jetzt schon länger geplant, das so zu machen. Das kann natürlich eher sein. Ich glaube, Stuff gibt es jetzt hier nicht in dem DLC wirklich. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Und wenn es wirklich darum geht, halt... Also ich dachte, es geht nur um die... Also so ein Sequel, Prequel von The Last of Us. Also wirklich nur die Vorgeschichte von Ellie. Aber dass es auch um den Teil der Hauptstory geht, das hätte ich nicht erwartet. Finde ich sehr cool. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es soll The Last of Us 2 geben. Wahrscheinlich erst so 2017 oder so. Aber es soll kommen. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Wie die das weitermachen. Kann man hier auf? Ne, geht nicht. Wie kann man denn nochmal rennen? L1, ne? Ja. Oh, Mist. Wo war denn der Lauschmodus? Ah, hier, so war der. Okay. Habe ich eigentlich ein Inventar? Ach ja, wie schön, nichts. Alles, was man sich angespart hatte, wurde da nicht mehr verwendet. Ja, das ist abzusehen bei einem Hauptstory-Spiel. Aber hier ist aber auch nichts irgendwie. Okay. Ein Bogenschütze, der anscheinend nach oben schießt. L3. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Okay, das klingt wirklich gut. Dreieck? Genau. Gut. Ja, ja, genau das weiß ich noch mit den Werfen und Zielen, ja. Also ich habe die Steuerung anscheinend doch noch nicht so ganz vergessen. Ist auch ganz gut so, sonst hätte ich jetzt gerade nicht gewusst, wie man das aufheben soll. Ist hier irgendwas? Ne, scheint nicht so. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach unten durch. Hier ist auch nichts. Hier muss doch irgendwas sein. Irgendein Infizierter. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Oh Mann. Ich guck trotzdem nochmal weiter, aber ich glaube, hier ist wirklich niemand. Oh, bitte.
Natürlich. Alles ausgeräumt. Na okay, ist ja... Boah! Ey, nee, ich dachte, da stand... Oh Gott. Ich dachte schon, da steht einer. Boah, wer bist du bitte? Wer bist du, dass du mich so erschrecken musst? Da will ich noch nicht rein. Hier ist ja bestimmt was, oder? Oh, hier gibt's doch schon Teile. Okay, cool. Dann lohnt es sich ja doch nochmal umzugucken. Was war das? Oh, Alkohol. Das kennen wir alles noch. Oh, ein Monat her, seit ich The Last of Us gespielt habe und ich fühle dieses Feeling immer noch. Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Es ist genau wie das Hauptspiel. Atmosphärisch, spannend und düster. Okay, gut. Ich glaube, da müssen wir mal doch durch die Tür durch. Weil sonst haben wir, glaube ich, alles schon entdeckt, geplündert oder sonst was. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Ich könnte ja so ein Messer bauen, oder? Könnte ich das theoretisch? Ach, das kann ich gar nicht. Was könnte ich denn mit Lumpen und Alkohol? Gar nichts. Mit Schere und Alkohol kann ich nichts machen. Ey, da liegt noch was. Der Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Bitte lesen. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn in American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. Okay. Gut, dann müssen wir wohl hier raus. Müssen wir wohl in diesen Princess-Laden da. Was auch immer das sein soll. Pixie-Tick. American Princess. Hier muss ich also rein. Ah, okay. Bevor ich das mache, mache ich jetzt mal ganz kurz einen Cut. Bis sofort. Okay. Dann machen wir mal das Tor hier auf. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Okay. Hier ist auch... Spuren. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Aber hier ist wirklich sonst keiner... Schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Schlüssel. Okay. Oh, Mist! Gott verdammt! Haha, ich hab mich nicht erschrocken. Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Apothekennotiz. Lesen. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr, Laura. Oder Laura. Das war der Apotheker mal. Hatte ein bisschen was Italienisches. Gibt's hier noch irgendwas zu sammeln? Sporen können ja Ellie nichts anhaben, für die das Haupt-Let's Play... Gott, da ist ja einer. Für die, die das Haupt-Let's Play nicht gesehen haben. Das ist ein Klicker, ne? Okay, ich muss mich einfach nur leise eigentlich bewegen, mehr nicht. Die können mich ja nicht sehen. Okay, einfach vorbeilaufen. Kein großes Ding.
Ganz ruhig. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Okay. Hier rein kann er ja gar nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ne. Gut. Warum war mir das irgendwie klar? Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Oh. Na gut. Du bist also immer noch da. Das Vieh kommt aber nicht her, oder? Sieht nicht so aus. Ich muss zum Militärhubschrauber, das heißt, ich muss einmal umdrum. Dann machen wir das doch auch mal. Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Außer ein Tunnel? Hier ist aber auch nichts mehr sonst, ne? Ich suche weiter. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Aber ich glaube, hier ist wirklich nichts. Doch, da. Himmel. Salon. Salonnotiz. Oberststabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur QZ, also zum, weiß nicht, Quartierzentrum? Als ich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unserem Piloten an. STVW Sean Brandon. Okay, dieses STVW, FW, weiß ich nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unsere Leben. Wir stürzten in ein Krankenhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizienten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Reagan Francis. 4. Infanteriedivision, Denver. QZ. Okay. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Das Medikit. Halterzeugerdruck muss zum Nutzen. Ich werde das Medikit ganz sicher nicht benutzen. Soll ich jetzt hier runterspringen? Los geht's. Schnell! Hier rauf! Oh Mann, das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie... Hast du sie gefunden? Die Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur... Das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hätte. Oh. Komm schon. Wir kommen gut voran. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Was ist mit Tino und den anderen? Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen.
Stimmt schon. Hier muss doch noch was sein, oder? Ach egal, komm. Oh. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was... Mistdeckung! Anderes reden, meinen die. Okay. Mann, sorry. So ein bisschen schreckhaft gerade. Vorsicht, nass. Die Stimmen sind... Hey, vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Ah. Ohne Witz, manchmal sind die Stimmen zu leise und manchmal zu laut. Das ist ein bisschen nervig. Hey, hast du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Okay. Sie mag anscheinend Dinosaurier. Interessant. Oh, hier ist was zum Hören. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ach, Ellie. Ich sag dir, gib es auf. Die kriegen wir nicht wieder. Ich hol mir die wieder. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Mann. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Ah, hier. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nein. Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow. Das Zeug. Na komm. Tut mir leid, dass ich jetzt so denke, aber auch in den harten Zeiten sollte man nicht dem Alkohol verfallen. Oh. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Okay. Ich würde jetzt aber schon fast sagen, dass es jetzt erstmal mit der Folge war. Sehr coole Idee, finde ich, mit dem DLC, dass man so die Vorgeschichte sieht und den Mittelteil in der Hauptstory. Ja, okay, Mittelteil, ja, könnte man so sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Und ja, dass man auch Entscheidungen treffen kann, wie annehmen und ablehnen, wie man es gerade gesehen hat. Finde ich auch sehr cool, ob es nun irgendwie mehrere Enden gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal nachgucken, ob es mehrere Enden gibt. Ich werde mich da aber nicht spoilern lassen. Ich versuche es spoilerfrei zu lassen. Und soweit, ja. Alles klar.
Ich freue mich schon weiter auf das DLC. Mal sehen, wie lange es geht. Und ja, bis zum nächsten Part von Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind. Haut rein, Leute, und ciao.